Unterschied auf einer recht komischen Sicht. Aber ich bin gerade im Target. Der Laden meiner Träume. Und ich nehme euch mit. Ganz, ganz, ganz viel. Ja. Hier sind schon die berühmten Stanley Cups. Richtig cool. Und Leute, guckt mal. Alter, das ist nicht mehr normal. Ich kann nicht anders filmen, außer so, es tut mir echt leid. Aber ja, ich freue mich. Ich freue mich richtig, richtig. Okay, ich habe jetzt ein bisschen andere Sicht. Es wird interessant. Ich habe ein paar Sachen, die ich kaufen möchte. Ich will nämlich schon seit Ewigkeiten immer her, weil es gibt es nur in Amerika, also das richtige Target. Und ja, ich bin sehr Jeans Jockey. Okay. Ich bin sehr, sehr gespannt. Vor allem bei Back to School. Ich will eigentlich nur so Back to School und Make-up-Stuff kaufen. Die Kamerahaltung wird hier interessant, aber hier gibt es einfach ein Ulta Beauty. Ich zeige euch den mal im Target. Was sehr praktisch ist, weil ich wollte zu Ulta, aber das ist irgendwie dann auch nochmal was anderes. Und dann ist hier einfach beides in einem. Ich bin gerade so mehr oder weniger in der Beauty-Abteilung. Und da ist auch schon ein Teil, wo ich hin wollte. Das ist nur die Frage, welchen ich nehmen soll. Also ich will auf jeden Fall irgendeinen cooleren. Ich wollte schon immer mal solche haben. Mein Traum war das schon immer. Ich habe aber auch gerade überlegt, ich mitnehmen so für Winter und so. Soll ich beides mitnehmen? $14 insgesamt. Oder soll ich noch eine Creme dazu? Oder ich nehme. Jemand hat es aufgemacht. Oder ich nehme die Creme dazu. Mit dem Scrub. Soll ich zwei Scrubs nehmen? Ich glaube, ich weiß, was ich nehme. Ich nehme dieses Vanille. Scrub Vanilla Creme und was ich schon richtig mal probieren wollte, Moisturizing Shave Oil. Weil ich habe immer Rasierpickel, das ist richtig nervig. Doch, Leute, ich nehme das Handy ganz schnell. Scheiße, ich bin nur einmal in meinem Leben entscheidet. Und ich stöbe mich jetzt einfach hier mal so ein bisschen durch. Ich habe nur Angst, dass ich ein bisschen zu viel Geld ausgebe. Ich hoffe, ich habe wenigstens genug Geld, weil ich habe mir das Geld selber gespart. Und ja, ich hoffe, das reicht, ne? Das heißt, es ist echt ein bisschen peinlich, aber naja, egal, meine Eltern geben es mir. Ich stehe gerade vor dem Elf. Brauche ich irgendwas Neues? Den neuen Primer habe ich schon, der so beliebt ist. Der ist echt gut. Das ist echt beliebt, aber ich habe Angst, dass es zu Foundation ist und nicht so Glow, wisst ihr, weil ich brauche eigentlich gar kein Foundation. Ich brauche aber meinen Bronzer Brush. Was ist das? Wo ist hier Bronzer? Ich bin gerade bei Pixi und ich wollte mir entweder so einen Bronzer oder so einen Blush-Stick holen. Was soll ich mir eher holen? Ich finde die super cool und würde sie mal ausprobieren, aber ich habe einfach fast gar keine Pickel. Deswegen, ich denke nicht, dass es so Sinn ergeben würde. Und ich habe jetzt mich für diesen hier entschieden, aber der kostet 18. Ich verstecke mich ja gerade mehr oder weniger in der Bikini-Abteilung, weil ich jetzt so viel los. Es ergibt auch Sinn, wir haben Samstag, aber trotzdem. Ich bin gerade ein bisschen überfordert, weil es ist so groß und es sind so viele Sachen. Und außerdem bin ich hier ganz alleine. Also ich finde Liliana nicht mehr und den Rest, weil die sind irgendwie. Ich habe kurz gesagt, ja, hier kommt die Beauty-Abteilung, jetzt finde ich sie nicht mehr. Scheiße. Und ich kann jetzt auch nicht rumschreien. Ich bin in der in Deutschland glaube ich schon längst nicht mehr. Das Kind wäre schon ausgerastet. Aber ich bin kein Kind. Deswegen ist okay. Ich bin kein Kind. Das sind echt krasse Sachen. Aber das wird auch krasser, wenn ich mir das jetzt kaufe. Dann sind hier Klamotten. Viele süße Kinderklamotten. Diese schwangere Frau. Ich suche gerade so. Ich bin angekommen. Lilly? Wo bist du? Ich hab dich verloren. Hier, warte, ich komme mit dir. Ich hab meine Familie wiedergefunden. Aber es ist wieder gut, ich bin verloren. Ich hab mir bei Lilly ein Rucksack zu kaufen, Leute. Wie in aller Welt soll ich den wieder nach Deutschland holen? Ich will die andere holen. Okay, Leute, die Rucksäcke sind echt. Aber die Schule hat auch wieder angefangen, deswegen. Vielleicht auch deswegen, aber. Naja. Kostet nur nicht das nicht. Das sieht so cool aus. Ich gucke jetzt hier ein paar Sachen an. So Sharpies und so. Mal schauen. Ich glaube, das ist ein Target. Hier sind die ganzen coolen so Frauencreme machen und alles. Das ist so cool. Ich fand an. Irgendwie habe ich noch nicht so viel gefunden. Irgendwie gedacht, ich kaufe jetzt richtig viel, aber irgendwie habe ich bei dem Back to School Stuff auch nichts gefunden, was irgendwie so richtig Sinn ergibt. Das mitzunehmen, da waren nur das ganze Mal Highlighter und so. Und ich weiß jetzt, die ganzen guten Sachen waren irgendwie schon ganz weg.
Ich suche jetzt vielleicht noch irgendwelche Stifte. Leute, es tut mir echt leid, dass ich jetzt hier so wenig geblockt habe und so, aber irgendwie habe ich nicht so viel gefunden wie erwartet und irgendwie hatte ich auch nicht so viel Zeit, um alles anzugucken. So, Bag is secured. Es ist zwar nicht so ganz, was ich erwartet habe, aber ist okay. Ich wollte ein bisschen mehr kaufen, aber ist okay. Wir fahren jetzt mit dem Uber wieder ins Hotel. So, wir sind jetzt da. Ich habe jetzt noch bis jetzt noch nicht entschieden, ob ich jetzt einen Target-Vlog oder Haul halt einzeln machen soll oder ob ich das in das Video reinmachen soll, weil irgendwie ist es echt kurz geworden. Ich weiß noch nicht, ich muss noch schauen. Aber anyways, mache ich jetzt einen richtig coolen Haul. Machen wir weiter mit Target, da zeige ich euch das jetzt mal ganz kurz noch genauer. Target ist mein Traumladen. Ich habe zwar nicht so viel gefunden, aber ist okay. Ich bin heute so auf meiner Self-Care-Schiene. Ich habe sehr viel Self-Care-Stuff gekauft. Unbedingt ein Tria Sugar Scrub. Ich habe tatsächlich schon einen gehabt. Zwei habe ich, glaube ich, schon gehabt. Ja. Ich möchte jetzt unbedingt einen haben, solange ich in Amerika bin und die einfach so kaufen kann für 8 Dollar und nicht noch irgendwie 20 Euro auf Amazon und dann auch Shipping-Kosten und alles Mögliche bezahlen muss. Dachte ich, nehme ich mir noch einen mit. Ich habe mir jetzt nicht so too crazy was mitgenommen, weil bald ist ja auch der Herbst und der Winter und ich wollte einfach irgendeinen guten Duft, den ich dann auch ständig so, you know, irgendwie, dass ich das auch so ständig benutzen kann und dass es mir auch nicht so Summer-Vibes gibt mitten im Winter. Da habe ich mich einfach für Vanilla entschieden, weil ich bin gerade in meiner Vanilla-Girl-Era und es ist ein sehr neutraler Geruch und es ist sehr gut. Deswegen ja, habe ich mir hier diesen Vanilla-Sugar-Scrub mitgenommen. Er riecht sehr gut und natürlich vanillig. Und ja, ich musste mich auch ein bisschen am Riemen reißen, nicht zu viel zu kaufen, weil ich muss es wieder alles zurückbringen. Und ich habe schon jetzt Übergepäck. Und dann habe ich mir da noch gedacht, okay, wenn du das jetzt schon so kaufst, es ergibt einfach keinen Sinn, jetzt einfach nur so zu kaufen als Scrub. Deswegen musste auch noch die Body Cream mit. Das ist, glaube ich, auch 8 Dollar insgesamt gekostet. Und Leute, guckt euch mal diese Texture an. Das sieht so gut aus. Sieht richtig vielversprechend aus. Und das ist Shea Body Butter, deswegen ist auch sehr geil. Und es riecht richtig gut und deswegen dachte ich am Set. Und dann, Leute, dann habe ich es gesehen und dachte ich mir so, okay, it's okay, ich mache es einfach. Für, glaube ich, 11 Dollar insgesamt, nämlich eine Sache, die ich schon lange ausprobieren wollte, das ist Shaving Oil. Ich habe nämlich immer Rasierpickelchen und es nervt mich. Und ich habe tatsächlich noch nie Rasieröl ausprobiert, weil ich noch nie wusste so, okay, wer soll ich es kaufen und so. Und dann dachte ich mir so, okay, jetzt habe ich ein Set, das ist cool, das Set zu benutzen. Jetzt habe ich hier so ein richtig cooles Set. Jetzt habe ich zwei Sets heute insgesamt gekauft. Und ich wollte mir eigentlich noch Zahnaufhellungsstrips kaufen. Ich habe es einfach vergessen, Leute. Ich könnte weinen. Ich wollte die unbedingt, aber egal. Ich habe mir jetzt hier noch dieses Pixie Bronze gekauft. Sehr cool. Ich wollte es schon lange und ich hoffe, es lohnt sich, weil 18 Dollar war irgendwie für, im Vergleich zu den anderen Preisen ein bisschen teuer. Und es sieht so aus und ich hoffe, bitte, 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 bitte sei gut. Es sieht sehr, sehr vielversprechend aus. Und ich, also es wird ja immer auf TikTok als so ein schöner, glänzender Bronze beschrieben. Und ich dachte mir so, okay, dann hoffentlich lohnt sich das jetzt auch, weil es ist schon cool vom, im Urlaub vor allem. Einfach so ein bisschen einmal kurz drüber fahren, man muss nicht viel tun, man muss nicht viel blenden. Eigentlich, wenn man überlegt, das ist schon eine echt coole Sache. Soll so ein On-the-Glow-Bronze geben, was ich ja auch gerade beschrieben habe. Und ja, tatsächlich habe ich auch nicht mehr gefunden, aber ist nicht schlimm, weil ich glaube, wir gehen vielleicht nochmal einmal oder was in den Target. Und das war jetzt mein kleiner Haul.